Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zum Valheim Community Projekt. Ich besuche mich, denn wir sind mal wieder auf meinem Server, auf unserem Community Server. Ich spawne hier gerade in der Ritterburg von Brock. Und genau, da sind wir nämlich beim Stichwort. Der Gastgeber ist wieder einmal Brock. Und keine Ahnung, was er uns zu bieten hat, das werden wir heute rausfinden. Er meinte, es wird gut. Bleib mal da, wo du bist. Du bist bei mir auf der Burg, glaube ich, rausgekommen gerade. Ja. Hinter dir in das Portal Brockhaus. Warte mal. Hier. Ach du Scheiße, die FPS ist auch schon wieder übel. Warte mal, aber ich versuche gerade hier mein Dings zu dingsen, aber es geht wieder nicht. Es gibt immer technische Probleme, Leute, mit denen man nicht rechnet. Na, da kommst du ja. I'm coming! Und da es dunkel ist, gehen wir direkt mal schlafen. Der Shadowbane kommt auch schon mal rüber und kann auch direkt hier mit pennen kommen. Ja, gerne. Zweite Etage? Schlafen ist erste Etage. Ist das hier die erste? Nein, komm, ja, weiter. Genau, ich muss weiter, ja wieder weiter, in den Schrank. Hier, wo ich auf der Treppe stehe, kannst du rein zum Schlafen. Jo, du, danke, ja, im Schrank. Nee, da schläft Shell. Oh, da macht er gleich das Brett zu, vor meiner Nase. Sicherheitshalber. So, Spawnpunkt gesetzt. Wieso gibt's denn hier? Was ist denn hier? Was habe ich denn hier gedrückt? Selbstzerstörung? Ja, keine Ahnung. Wartet mal, ich muss mal ganz kurz im OBS was einstellen. Geht nicht weg. Einstellung. Hotkeys. Wir sind im Live. Wie heißt denn das? Was? Nee, ich such bloß gerade was. So. Es hat ja alle Hotkeys zerstört. Hab gar keine mehr. Alter, es ist doch zum Heulen. Naja, egal. Dann hoffe ich, dass es nicht zu sehr ruckelt. Freunde der Sonne. So, Brock. Ja, gut. Dann erstmal willkommen hier. Hier können wir uns auch die ersten Sachen direkt angucken. Das werden wir tun. Weil wir gehen jetzt noch nicht direkt zur Burg. Weil ich hatte zwischendurch noch Langeweile. Ja. Und habe noch ein bisschen rumgespielt. Man kann es da schon so ein bisschen sehen. Ui, was haben wir denn da? Oh, bin ich... Vor Bewunderung bin ich doch glatt... ins Wasser gefallen. Fast. Ja. Boah, das ist geil. Ja, ich wollte mich auch mal an so geflochtenem Holz ein bisschen versuchen. Ja. Und hatte so einen schönen Steinkreis gefunden gehabt, mit diesen dicken Felsen auch noch. Ach, jetzt, ja, jetzt sehe ich das mal. Das ist ja fett, Alter. Und die habe ich dann richtig mit eingebaut. Und dann siehst du, fette Leuchtfeuer mit wunderschönen Riesenleuchtfeuerhaltern auf den Steinen drauf. Ja, geil. Das sieht aus wie so Baumpilze, die halt brennen. Echt nice. Gefällt mir gut. Ja. Der Eingang ist natürlich dann gleich nachher von vorne. Den äußeren Teil, den habe ich auch in einem anderen Video gesehen. Also der ist im Prinzip so ein bisschen, ja, sagen wir mal, in Ansätzen nachgebaut. Ja. Alles, was innen drin und nach oben hoch geht, ist dann wieder eine eigene Idee gewesen, die mich da nachts überkommen hat. Okay. Das ist geil. Gefällt mir. Ja, okay. Nee, alles gut. Du bist jetzt im Bild. Das ist auch nicht verkehrt. Ja. Also hier unten habe ich jetzt nichts Großartiges eingerichtet. Man kann einfach hier einfach nur mal rundlaufen, wie du siehst. Hab da auch da wieder mit ein bisschen Flechtwerk gearbeitet zur Seite hin. Sieht fast aus wie Runen, finde ich. Diese Seitenbegrenzungen. Ja. Und dann gibt es hier eine Treppe, die nach oben geht. Irgendwas hättest du mittig stellen sollen, meint Asmundark. Also ich meine, mittiger als jetzt hier geht's doch gar nicht mit dem Baum und dem erhöhten Baum und allem, oder? Es ist eigentlich ist es mittig. Ich weiß auch nicht genau, was er meint. So, ja, das ist echt schön. Lass mich mal auch... Hä? Bist du dumm, du kleine Maus? Setz dich jetzt hier hin, komm. Ja, ohne Hut ist schwierig, den... Ja, ja. Ah, da war's. Scheiße. Ja, sie steht halt immer wieder auf, wie es bläde.
Aber das ist schön, das leuchtet schön. Fetzt. Ja. Die Feuer das hättest du mittig auch bauen können. Ja, das war nicht so einfach. Die konntest du nicht überall hinpacken. Ich hab's versucht, aber da wirst du halt wahnsinnig bei. Hier kann man auch raus zu den Feuern übrigens auch gehen. Hier ist sozusagen der Befeuerungsausgang. Warte. Ach hier. Ja, und ich habe das Problem an den Feuern war, ich wollte da jetzt keine Metalldinger drunter setzen, sondern ich habe die wirklich auf die Steine gesetzt. Und da gab es halt wenige Punkte, wo die angesnappt haben. Ah, okay. Und das ist ja das Thema, wieso die nicht perfekt mittig sind. Ja. Aber ich finde, das hat was. Von unten sieht es halt aus, bisschen wie Baumpilze. Das ja, es ist halt sehr, sehr rustikal, sagen wir einfach mal. Ja, ich finde es okay. Ja. Das ist super. Ach so, ich muss hier aufpassen. Hier gibt es ja keine Leertaste drücken und man rutscht irgendwo runter. Ja, wie bei... Na, bei Conan ist das geil, ne? Da kannst du halt einfach mal irgendwo runterhuppen und dich dann am Felsen lang kratzen. Ja, wie gesagt, das war so ein Zwischendurch-Projekt, wo ich einfach dachte, das probierst du jetzt mal aus. Und ja, wie gesagt, ist mal was anderes. Mal sowas ganz anders, wie ich normalerweise baue, ne? Ja, das stimmt. Oh, jetzt hier eine interessante Frage. Was finde ich besser, Conan oder Valheim? Es gibt kein besser oder kein schlechter. Ich finde beide auf ihre Art, so wie sie sind, geil. Ja. Na? Du hast halt... Also, wenn wir mal nur vom Bauen und Dekorieren reden, haben beide so viele Vor- und Nachteile. Ne? Also, mir fehlen ja Dinge, die es in Conan Exiles gibt. In Conan fehlen mir Dinge, die es in Valheim gibt. So. Und also gerade was so Snap-Points und an sich Bausysteme angeht, kann man schwer vergleichen. Das ist wie Äpfel mit Birnen vergleichen. Beide schmecken gut. Einfach. Ja, und ich denke, Valheim hat halt auch sehr viel Ausbaupotenzial, weil Conan ist ja eigentlich, ich sag mal, ein fertiges Spiel. Und ja. Hier kann ja noch ganz viel kommen, ne? Genau. Auf jeden Fall. Ja, okay. Wolltest du hier noch was gucken oder sollen wir ein bisschen weitergehen? Wir können auch gern gucken. Also, wir haben Zeit. Es kann so, es kann ruhig lange dauern. Mhm. Shallowen kann auch immer mal einen Witz erzählen. Ja. Ja. Meine Spezialität. Ja, das Brockhaus kennst du ja eh schon. Wir können mal runterspringen, wenn du Lust hast. Ja, das machen wir nochmal zur Feier des Tages, klar. Und dann gehen wir erstmal rüber ins Dorf und vom Dorf aus gehen wir dann im Prinzip wieder zur Brocksburg zurück. Jo. Wo ich dann die neuen Sachen zeige. Sehr geil. Sag mal, Shallowen, hast du gerade gegähnt? Ich würde ich nie machen. Aber so sieht der Asmo auch mal den Turm hier nochmal live. Der Turm. Ja, irgendwie bei Einzigartig habe ich letztens reingeschaut. Mhm. Der hat auch ein ziemlich hohes Gebäude gehabt. Und dann habe ich ihn angestiftet, dass er irgendwie auf einen Felsen klatscht. Also es war halt ein Felsen vor ihm. Ja. Und einer seiner Mitspielerinnen ist dort wohl drauf geklatscht und er selber hat es aber nicht geschafft. Und dann habe ich ihn animiert, sich was zu bauen, dass er es schafft. Es war total geil. Ja, voll auf Sprungschanze auf seiner Brücke, ja. Genau. Voll auf dem Felsen aufgeklatscht. Das war cool. Und mit einem Hut. Ja. Es ist einfach zu geil. Oh, ich habe nichts gegessen, meine Ausdauer. Ich werde jetzt doch nicht etwa drauf gehen, oder? Doch. Wenn ist es ja nicht schlimm, weil du hast ja direkt hier neben geschlafen. Stell dich auf den Balken drauf. Ja, macht's nicht. Ich habe halt auch keinen Hut. Ich sehe halt nicht mehr, wie es um mich steht gerade. Aber warte, hier kann ich stehen. Ja. Warte, ich gebe dir mal was zu essen, Robert. Bleib mal stehen, wo du bist. Nee, ich hab zu essen. So. Alles gut. Ich hab bloß vergessen, vorher zu essen, weißt du? Ach so, ja, okay. Aber ich habe jetzt gerade im Wasser gegessen und es hat anscheinend gereicht, dass ich nicht sterbe. Ja, gut. Dann laufen wir einfach außen rum. Shallowen hat sich nackt ausgezogen. Er meinte, sie gehen mit Klamotten schwimmen. Ach so, na, stimmt. Er hat ja recht. So, warte, wir müssen noch auf Shallowen warten. Der hat noch nasse Unterhosen.
Alter, dieser D-Sync ist echt krass. Hey, hör auf. Ja, ich habe nur was im neben mir gesehen, habe einfach zugehauen. Was sind denn das hier für Bretter im Boden? Ach, das sind einfach Werkbänke. Werkbänke. Das ist ja cool, sieht aus wie kleine Baumhäuser für mich. Ganz einfach, die meisten stellen sich ja irgendwelche Werkbänke hin, bauen irgendwelche Kisten drumherum. Ich finde diese Kisten, die da überall rumstehen, immer ziemlich hässlich. Nö, ein Baum ist cool. Werkbänke in Bäume. Nö, finde ich cool. Sieht aus wie kleine Baumhäuser für Wichtel. Ja, und so kannst du einfach die ganze Fläche gut abdecken nachher. Ne? Und ich habe das bei mir so gemacht, in Birken und Eichen, da dürfen Baumhäuser drin sein. Nennen wir sie Baumhäuser. Und dann weiß ich genau, dass ich nicht irgendwie einen Baum umhacke, wo noch so eine Werkbank drin ist. Ah ja. Gunter, ja, ich habe dich wahrgenommen, aber vergessen, dich zu grüßen, weil das ist halt manchmal so. Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder den Turm hoch. Nicht den Turm, aber ins Dorf rüber. Wisst du bist auch schon völlig durcheinander. Ja, du steckst an. Du gehst ja schon wieder zum Turm. Ja, wir wollen ja ins Dorf. Ach so, da ist ja ein Portal, stimmt. Wer hat mich hier übersprungen? Was soll das? Jetzt mach die Tür zu. Immer. Oh, Entschuldigung. Schau, Säcke vor der Tür. Ja, ich bin eine junge Maid. Ich habe noch keinen Anstand. Ja, so siehst du auch aus. Also das Portal, was direkt hier unten ist. Ach, deine Frau will auch gleich wieder Valheim spielen. Das ist doch super, wenn man die Leute dazu animiert. Oh, was ist mit dir? Du bist geschwebt. Portal. Ja, gut. Dann, ich denke, wenn wir nachher auf der Burg sind, sollten wir alle auf C drücken, dass wir nur noch gehen können. Ja. Einfach, wie gesagt, Thema FPS. Wir werden es sehen. Und ich kann, ich kann mein OBS Bildschirm nicht ausmachen. Das ist, naja, egal. Gut. Die Grafikkarte wird es schon schaffen. Mr. Finger, das Video findest du geil. Du meinst die Surstream Challenge? Nee, ich komme nicht aus Dresden. Aus der Nähe von Leipzig. Also ich bin geboren in Leipzig, aber seit ein paar Jahren wohne ich auf dem Lande. So. Emberlight. Musst du mir nochmal schreiben, Gunter. Das kann ich mir nicht merken. Ja. So. Also, hier sind wir jetzt. Moment, ruckel, ruckel. Warte mal, die Palisaden sind neu, ne? Nee. Nee, wie nennt man das? Doch, das hier außen ist neu. Das kenne ich noch nicht. Nein. Doch. Das war letztes Mal schon. Nein, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass ich das noch nicht gesehen habe. Beim letzten Mal haben wir uns doch hier draußen geprügelt mit den ganzen Idioten. Auch, ja. Und da war das noch nicht. Das war weiter oben. Das war vor der Mauer. Auf der anderen Seite von der Mauer. Da war damals noch nichts. Nee, die Mauer war noch nicht, oder? Halloween bin ich blöd. Nee, die ist neu. Die Mauer ist komplett neu. Naja, das meine ich ja. Ich dachte, du meinst hier an der Brücke. Nee, die Mauer, das gehört zum neuen Projekt dazu. Ja. Ich war in Dinkelsbühl auf dem Metal Festival gewesen. Sehr geil. Und in Dinkelsbühl ist eine Mittelalterstadt, wo fast die komplette Stadtmauer noch drumherum ist. Hm. Und die haben einen so ein Tor, was so ähnlich ist wie das Eingangstor, was ich jetzt hier gebaut habe. Also im Prinzip hat mich dann das Metal Festival dazu inspiriert, eine Mauer um eine Burg zu ziehen. Das ist sehr geil. Hat noch den kleinen Vorteil mit dem Aufbau von den, weil du weißt ja, die ploppen dann ja immer rein. Und wenn du vorher was zu gucken hast, dann fällt das nicht so auf, dass die Burg später reinploppt. Ah ja, okay. Lass uns mal. Oh, wir können ja erstmal mit Lauftempo trotzdem, also ich denke, außenrum brauchen wir noch nicht zu gehen. Können wir mal außenrum mal gerade gehen. Ja, ich habe hier so einen Trampelpfad gemacht. Ja klar, gerne. Man sieht hier auch im Prinzip, also ich habe versucht so zu bauen, wie so Burgen auch so ein bisschen waren. Also mit Überdachungen, mit so Sachen, wo man runterschießen kann. Genau. Um sich zu verteidigen. Das, da sprichst du gerade. Vor einer Stunde saß ich an sowas noch in Conan. Ja, und ich habe also auch die Burg schon mehrfach gegen die Horde wieder verteidigt. Ja, sehr geil. Also es klappt auch. Mixmask Live, du bist ein Streamer aus Dresden. Ja, cool. So. Siehst du, das geht also komplett ganz rund um die ganze Burg. Jo. Was mit Wasser?
Nein, nicht komplett oder um den ganzen Berg, nicht. Nein, bis zum Berg. Das geht in den Berg rein halt. Ah ja, genau. Ich wollte schon sagen, du hast doch nicht den ganzen Berg umbaut, aber zutrauen würde ich es dir. Es gibt also immer wieder auch Tore, also Seitentore und sowas. Hier ist ein kleiner Garten zum Beispiel noch, wo ich hier am Anpflanzen bin. Ja, das ist niedlich, das ist cool. Aber da kommen wir gleich von innen nochmal dran. Ich wollte einfach nur mal zeigen, dass es wirklich von außen komplett umschlossen ist. Durch die Reihe weg, also eine Höhe hat, die relativ sicher ist. Ja. Ja. Es sieht schon fett aus. Also auch authentisch. Und wie gesagt, ich habe vorhin auch noch an sowas gebastelt, nur in einem anderen Spiel. Aber im Prinzip wird es ähnlich. Ja, ich verfolge auch deine Conan-Sachen die ganze Zeit. Ja, das ist super. Das ist halt auch was ganz anderes. Ähnlich und doch ganz anders wieder ist, ne? Ja, was ich heute festgestellt habe, du hast keine Nahrungsmittel, also du kannst kein Essen auf dem Tisch platzieren und sowas. Das fehlt schade, mir. Schade, ne? Ja, auf jeden. Das macht Ambiente und ja, okay, und ich finde, die Tänzer sehen auch oft etwas schräg aus. Naja, die kannst du dir ja gestalten, wie du willst. Ja, ja. Dann gibt es hier auch, wo wir jetzt stehen, zwei Eingänge. Ja. Einen praktisch für die Fußgänger über die Treppen und für die Karren gibt es dann hier halt das Haupttor. Ah ja, geil. Gut durchdacht, finde ich super. Ja, der letzte macht die Türe zu. Hier sind keine Wächtersteine. Hab ich gemacht. Und ich hab bei der Burg praktisch die ganzen Werkbänke alle in den Mauern eingebaut. Ja, genau. Also das weiß ich ja noch. Genau, die Mauern sind also alle so dick, dass überall Werkbänke drin sind. Die gehen wir jetzt mal ab, die Mauern. Jo, aber das hier ist doch auch neu. Nee, warte mal. Alles neu. Rennende Karren, das habe ich aber schon mal gesehen, aber nur woanders. Ja. Das weiß ich nicht. Also nicht bewusst geklaut. Nee, ich glaube, es war bei dir bloß weiter oben. Stand das nicht mal ursprünglich weiter oben, dieses... Nee. Nee? Nein. Jogiger, Grüße. Ja, und du siehst hier, wie gesagt, voll begehbar. Ja, das ist super. Überall mit Abgängen, also wieder auch wieder Gänge, die runter in den Ort gehen. Ja. Nee, das ist cool. Da kannst du schön verteidigen. Ja. Und sieht halt auch sehr authentisch aus. Ja, also wie gesagt, ich wollte ja irgendwas haben, ich sag mal, was nicht nur auf Show angelegt ist, sondern was auch theoretisch funktionieren würde. Ja. Naja, gut, hier, wenn sie direkt vor der Mauer stehen, musst du halt immer auf so ein Brett. Wenn sie direkt vor der Mauer stehen, gehe ich hier vorne raus. Naja, genau. Und kann hier alles wegknallen. Jo. Ja, und schubst mich in den Tod. Also wir haben alle, wir haben ja auch keine toten Winkel hier. So hoch ist es doch gar nicht, Halloween. Da wird nichts passieren. Wenn ich mit euch zwei unterwegs bin, bin ich jedes Mal gestorben. Also vorsichtig. Ja, aber nur ein bis zwei Mal pro Folge. Ja. Oh je, Frank, das klingt auch nicht gut. Ah, mir graut es auch schon vor der nächsten Purge. So. Ah ja, das ist geil mit diesen, das hat ein bisschen so ein Alpenfeeling, weißt du, dass du hier kurz so einen Bergweg gehst, das ist so schön am Abgrund lang, das finde ich super. Genau, also alles ist mit allem irgendwo verbunden, du kommst von jeder Ecke in jede Ecke rein, es gibt immer mehr als einen Weg. Ja. Und alles, was jetzt oberhalb ist, ist alt, das kennst du, und alles, was unterhalb ist, ist alles neu. Ja, sehr geil. So, warte mal, ich muss jetzt nochmal gucken, sonst stürzt mir, glaube ich, echt... Also die Grafikkarte glüht. Ich muss jetzt nochmal bei den Hotkeys gucken. Ja, also ich bin gerade bei 14 FPS. So, warte mal. Hotkeys. Vorschau aktivieren, deaktivieren. Genau, das ist es doch. 9 und 8. Auf der Dingsy-Taste. Aber warum geht's nicht? Was ist denn das hier? Live. Wartet. Wir haben es gleich. Alles gut. Nee, aber da gibt's das nicht. Wieso gibt's das da nicht? Komisch. Nein, Mann. Oh ey, ist das anstrengend. So eine Technik-Scheiße hier wieder.
Okay, übernehmen, okay. Ah, jetzt. Okay. Jetzt geht's weiter. Schafft mir ein bisschen. Dann lass uns mal über die Mauer wieder runtergehen zum Eingangstor. Dann kann ich nämlich sozusagen die Geschichte von dem Ort weitererzählen. Alles klar. Punschigel, grüß dich. Und hi, Nick Sema. Erzähl mal. Ja, also wie gesagt, es sollte halt, wie gesagt, wie halt so eine Ortschaft halt so gewesen sein könnte. Ja. Das heißt, du kommst natürlich dann, ich muss jetzt langsam reden, weil wir sind noch nicht da angekommen, wo wir hinwollen. Dann red ruhig langsam, gar kein Ding. Aber was ist zuerst, wenn du irgendwo, wenn fremde Leute in den Ort reinkommen? Was will man mit denen machen, denen das Geld aus der Tasche ziehen? Ist das so? Ich dachte, man trinkt mit denen ein Met oder ein Bier. Das ist dasselbe Prinzip. Zuerst kommt geht, Finanzamt. Das heißt, die Kneipe muss natürlich am Ortseingang sein. Richtig. Dass alle Leute sozusagen, die ankommen, direkt erstmal sehen, ah, da gibt's was zu trinken. Und hier ist cool, hier lasse ich mein Geld, und dann sind die schon ein bisschen angeschäkert und kaufen mehr. Oh, hier ist mein Name, sehe ich. Das ist das Gasthaus zum schmutzigen Beutel. Ah ja, geil. Aber warte mal, das möchte ich jetzt nicht verraten. Ist das auch neu? Ja. Ach, vielleicht habe ich es geträumt, dass ich das schon alles kenne. Nee. Davon habe ich einen Screenshot mal gemacht. Da saß ich draußen vor der Tür. So. Entschuldigung. Moment. Jetzt. Ah, herrlich. Erstmal schön in Neichelborn. Hey, 1040, genau. Grüße. Und das ist genau das, was es werden sollte. Ein richtig schönes, gemütliches Gasthaus. Das ist, wenn man jetzt so ein bisschen die Sicht dreht, also kann man sich auch richtig schön selber ja zugucken, während man im Gasthaus sitzt, ne? Ja. Aber es fehlen noch so ein paar Bockwürste auf dem Tresen. Ja, ich wollte diesmal richtig ein reines Saufhaus bauen. Oder, naja, ich weiß nicht, eine Bockwurst zum Bier ist immer geil, weißt du? Okay, ich stelle dir noch die Bockwurst dahin bei Gelegenheit. Sollst du haben. Machen wir doch sofort, warte mal. Nee, wenn, dann müssen die genau. Okay, ja, trotz auch okay. Ich hätte es ja genau in der Mitte drapiert. Aber so ist okay. Danke, Shadowin. Okay. Dann wie geht's weiter? Ganz einfach. Irgendwann haben die Leute natürlich keine Kohle mehr zum Saufen, ne? Na und sind vor allen Dingen schön harte. Dann gehen sie zur Bank. Also, hier drüben ist eine Sparkasse, oder was? Ja, so ähnlich, das Pfandleihhaus. Ach geil. Mach keinen Quatsch. Hi Queen, Grüße. Ey, gucke, das ist ja echt cool gemacht. Da müsstest du aber eigentlich noch einen NPC dahinter stellen. Also, ja, warte, ich mach gerade den NPC. Nee, nicht einen NPC, sondern, du weißt schon, so einen Rüstungsständer. Ja, ich weiß. Das wäre übelst cool. Betten kostet und extra. Kein Brennholzverleih. Keine Annahme von Großmüttern. Ja, und hier hinten hängt die Hausordnung dann an der Wand, hinter mir. Ach so, die Keule, alles klar. Ja. 10% Zinsen jeden Freitag Versteigerung. Versteigerung, ja. Oh je. Das sind ja hier harte, das ist ja hier eine harte Nummer. Ja. Und wenn das auch nicht mehr reicht, ne? Dann gehst du in den Bau. Da geht's hier weiter. Oh Mann, ey. Hab ich euch zwei eigentlich schon gelobt, wie gut ihr das. Ah, hier ist der Knast. Ja, toll, jetzt sind wir hier alleine, Halloween. Und damit es nicht zu gemütlich wird, guck mal nach unten. Oh. Okay, das ist echt cool. Die habe ich mit der Harpune eingefangen und da reingeschleppt. Ja, cool. Genau, was ich sagen wollte, habe ich euch zwei schon gelobt, wie gut ihr das eigentlich gemacht habt. Naja, beim Wahlheim-Event von Onkel Eifel. Wir haben alles gegeben, auf jeden Fall. Das war super. Ihr habt halt einen Fehler gemacht. Ihr habt dann 2 gegen 3 angegriffen und Shallowen war dann allein gegen 3 und da war es vorbei. Und dann dich hat ja der Troll. Wir wollten einfach Ehre sterben, statt 3 Stunden lang was zu verteidigen. Ja, gut, das ist auch okay. Aber, wie sagt man? Da gibt es so ein Sprichwort. Naja, egal. Ihr wisst schon. Ja. Hier ist dann mein kleines Stadthaus. Ja. Oh, hier gibt's Pfeffi. Geil. Wo geht's hier hinten raus? Ach so, das ist nur ein kleiner Turm mit einem Zusatzportal. Weil das Portal, das geht zu Baldruns Baustelle. Ja. Weil ich da, wenn die wieder auftaucht, der ein bisschen helfen will, Material zu sponsern und sowas. Für ihre Dombaustelle. Okay. Die baut einen Dom. Ein Dom? Ja, aber natürlich einen Evil Dom.
Ah. Ja. Klingt nice. Ja, ich würde sagen, gehen wir jetzt mal weiter hoch in den Ort. Jo. Das hier war ja jetzt eher die der Sündenpfuhl. Ja, wie gesagt, hier ist natürlich der Rentekarren, klar. Ja. Und wenn wir beim Thema Sündenpfuhl, oder weil wir Wort Pfuhl sind, hier habe ich natürlich wieder was gebaut. Ach, herrlich, warte. Oh, oh. Auch mit einem schönen Eimer drunter, dass auch nichts daneben geht. Oh, ach, geil. Und hier, hier drin, man muss auch was auf die Schilder schreiben. Du kennst das ja, auf den Tüten, der beim Edding rumgeschmiert. Und hier musst du jetzt irgendein Schild beschriften. Mit irgendeinem Blödsinn. So, gut, tschüss, habt. Ja. Gut. Ach, geil, wieso schwebt denn das Herz? Ja, das ist, ich habe das hier über ein Schild darüber gezogen. Ach so. Und ja, ich wollte unbedingt ein Herz auf der Tür haben. Ist ja geil. Warte mal, ich guck mal kurz in den Eimer. Oh ja, alles klar. Gut. Nee, ich wollte nur gucken, ob ich Durchfall hatte. Ja. ich denke, der Einfachheit halber gehen wir gerade erst nochmal schlafen, oder? Oh, hier passiert was? Was sind das für Geräusche? Das weiß ich jetzt auch nicht. Was? Oh, da ist was zusammenge... Nee, das ist Honig? Nicht dass, jetzt das die, nicht, dass die Burg abrutscht, weil hier gibt es einen Erdrutsch, Leute. Ja. Oh, das wäre geil, wenn sie das mal implementieren würden. Das wäre scheiße. Lass uns mal hier in die, hier in die Schmiede gehen. Oh. Da habe ich oben Betten aufgebaut. Oh, hier gibt es Leckereien, ey. Ja, ich komme. Ich wollte nur noch mal einen Nachtsnack haben. Ja. Ach so, Türen zu. Warte. Einfach die Treppe hoch, die Hasentreppe hoch. Hasentreppen, die gehen ganz schön aufs Knie, das weißt du. Ich gehe hier hinten in das Bett, ich schlaf gerne am Fenster. Ist okay, dann riechen wir dich auch weniger. Na, aber meine Füße riecht ihr, weil die zeigen zu euch. Der liegt von der Licht vor deinen Füßen. Bin schon in den Ohnmacht gefallen. Der tiefe Schlaf der Ohnmacht. So. So, gut, dann wollen wir mal raus auf den Markt gehen, weil jetzt haben wir ja morgens früh, jetzt können wir auf den Markt. Moin, gibt's da Kaffee? Kaffee, das fehlt hier in dem Spiel noch. Du, ich liebe Kaffee. So, Moment. Hat er die Tür zugemacht. Das war ich. Ja, also, hier, wie gesagt, dann dachte ich mir, ich baue einen schönen Marktplatz. Die Eiche, die habe ich dreimal neu gemacht, bis sie so gestanden hat, wie ich die haben wollte. Oh ja, das ist cool, mit den Armen so nach links und rechts. Das gefällt mir. Die waren vorher in meinem Weg. Ja, ja, genau, aber so ist perfekt, ne? Sehr cool. Ja, wie gesagt, lange dran gearbeitet. Ja. Oh, die schön. Marktstände, muss ich zugeben, habe ich beim Pennywise geklaut. Ich dachte, die mir so schön bei dem gefallen haben, bei dem Video, was du bei dem gemacht hast. Nee, sieht cool aus. Das ist echt nice. Ja, und dann habe ich hier auch noch so einen kleinen, wie soll ich sagen, zum Beratschlagen, so einen kleinen Pavillon gebaut. Ja. Vielleicht das Feuer, das knallt hier schon mal. Muss ich mal gerade kontrollieren, ob das vielleicht am kaputt gehen war. Ja, ja, das ist das Feuer. Das rumpelt schon mal. Ach, das war das, was dieses Geräusch gemacht hat? Okay. Ja, das geht schon mal kaputt, weil das Metall ist zu nah am Feuer dran und dadurch geht das schon mal kaputt. Gunther, das weiß ich noch nicht genau. Dann müssen wir sehen, wie ich Zeit finde. Ja, wie gesagt, also das ist dann halt so eine kleine gemütliche Feuerstelle. Jo. Ja, die Karren, die stehen eigentlich noch vom Bauen hier. Die sind eigentlich voll Baumaterial. Oh, das ist cool, ist authentisch. Ja, das passt halt irgendwo. Ja, dann geht's weiter hier rüber. Rüber? Hier rüber. Noch einen kleinen Brunnen gebaut natürlich, ne? Na, wie ist das gehört? Ja, hier das Haus übrigens, da sage ich gleich was zu. Kommt erstmal rein. Jo. Auch sehr interessanter Baustil, muss ich mal sagen. Hier wollte ich eigentlich mal mit euch anstoßen, weil die Baldrun hat ja heute Geburtstag und ich dachte, wir heben heute einen auf die Baldrun hier. Oh, das machen wir. Dann habe ich auch für jeden hier Meter, falls ihr keinen dabei habt, für den Humpen rein. Warte, ich hab Met des Frostwiderstands. Ja, geht. Dann würde ich sagen, versuchen wir uns mal im Kreis aufzustellen. Hä, wie geht das? Wie kriege ich den da rein? Der ist automatisch dann drin. Sobald du irgendwelchen Met im Inventar hast, funktioniert das automatisch. Ach so. Du musst dich nur, wir müssen uns nur irgendwie zueinander drehen, dass wir auch anstoßen können, so ein bisschen. Ja. Dann würde ich sagen, hiermit auf die Baldrun. Genau. Auf dass sie bald wieder hier ist und wir viel Spaß mit dir haben. Und dass ihr das Video auch irgendwann sieht. Dann sag ich mal, Prost, ne? Prost!
Boost. Linke Maustaste. Mit was? Linke Maustaste. Dann sag doch mal, ich hätte keinen Meat. Ach so, dann hast du keinen genommen. Jerry. Ist das geil. So, jetzt habe ich euch. Müssen wir nochmal anstoßen oder was? Genau, warte. Wir rennen hier rum wie die Gestörten. Okay, dann würde ich sagen, nochmal auf 3. 1, 2, 3. Prost! Ich kann es gerade nicht zu mir nehmen. Bei mir geht es auch nicht. Ach, ich weiß, ist warum zu früh. Das liegt. Ja, egal. Der Wille hat gezählt. Wir haben angestoßen, das ist die Hauptsache. Genau. Ich bin immer ein bisschen spät dran. Ja. So, jetzt muss ich mal gerade die ganzen Krüge wegräumen. Ich krieg den Becher nicht mehr weg. So. Ja, einmal den. Aber ich habe zwei Becher schon mittlerweile im Inventar. Da ist noch Platz für den Becher. Moment. So, nee, warte. Jetzt habe ich schon noch einen in der Hand. Wo sind die ganzen Becher denn alle her, verdammt? Ich habe automatisch Aufheben ausgeschaltet. Ich bin alle anderen geflogen. Warte, und dann muss ich da noch einen hinstellen. So, was ich noch sagen wollte ist, also hier das Haus, das ist ja noch nicht ganz eingerichtet, wie man sieht, ne? Ja. Das wollte ich nämlich der Baldrun schenken zum Geburtstag. Ach, oh, da wird sie sich aber freuen. Das hoffe ich doch. Das kann sie also, sich ja dann selbst einrichten. Ja, ganz genau. Hier geht's nach außen hoch. Aber es schifft gerade, ich habe meinen Regenschirm nicht mit, Alter. Ja, das Obergeschoss ist also auch ausgebaut, aber nicht eingerichtet. Da kann man sich dann zum Beispiel noch ein Bett hinstellen und sowas. Ja. Ja, cool. Ja, schönes kleines Häuschen. Schön. Und mit Aussicht zum Ozean. Ist doch super. Ja, hier habe ich dann noch eine Terrasse mit einer Bank gebaut. Herrlich. Dass man so ein bisschen Übersicht hat über alles. Das musst du aber noch überdachen, die Bank. Ja. Wird man ja hier voll nass. Black Mysteria, vielen Dank für dein Abo. Sehr geil. Ja, und dann haben wir draußen natürlich vor der Tür, wie sich das für ein kleines Haus gehört. Und noch einen schönen kleinen Garten. Ja, cool. Da wird sie sich aber freuen. Ja, ja. Wieso? Was ist hier los? Hier draußen, hier sind wir. Ja, nee, ich bin gerade so komisch gelaufen. So, also wie gesagt, ein schöner kleiner Garten. Ja, und das ist so das, was... Ja. Niedlich, mit einer Birke drin. Herrlich. Ja. Gut, weiter geht's. Der Bechersammler von Armin. Ja. Oh, das ist Sauwetter schon wieder. Hier ist so eine kleine Junggesellenhütte. Oh, geil, hier gibt's Bohnen mit Speck. Mm. Nee, was ist denn das für Suppe? Lapskaus? Das ist Hackfleischsoße. Ah, okay. Hackfleischsoße ist das im Das Spiel. Sieht aus, als wären da Kichererbsen drin. Ja, oder wie schon mal gegessen. Ja. Schön. Dann haben wir natürlich eine vernünftige Schmiede. Auch wenn da gerade das Feuer ausgegangen ist, weil ich nichts über dem Kamin habe. Ist reingelaufen. Ja. Hier draußen natürlich. Weil jeder Ort braucht ja auch eine schöne Schmiede. Sehr schön. Warte mal. Ja. Da bin ich nämlich immer sehr empfindlich, okay. Schleifstein und Stuhl sind da. Genau, mit dem Blasebalg. Das ist immer so eine Sache, weil kannst du noch erinnern, an meiner Schmiede in der zweiten Staffel, da habe ich so einen Ofen in der Mitte gebaut und die Blasebalge dann links und rechts. Also so, als ob die da reinpusten würden. Ja, bei mir pusten die ja auf den Schmiedetisch drauf, ja, wo die Flamme ist. Das ist auch cool. Das fetzt noch. Ja, dann geht's hier rüber noch ein bisschen weiter. Hier ist natürlich dann noch die Eisengewinnung und die Holzkohlegewinnung. Pass auf, der Shadowman, der klaut immer. Ja, lass den mal. Dann kann er nicht mehr teleportieren. Ach du, also, wie gesagt, nichts Wahnsinniges jetzt hier, aber das Zeug gehört halt hier hin, ne? Jetzt hab ich geklaut, verdammt. Kannst dir die Kisten tun, hier sind Kisten dafür, direkt hinter dir, an der Schmiede. Ich hätte es jetzt einfach wieder rausgeschmissen. Kennst mich ja, doch. Ja, kannst aber die Kisten tun. Kannst du ruhig was arbeiten hier für dein Geld. So. Ja, und dann geht's hier... Ah, mach jetzt mal leeren hier. Ich habe noch nichts mitgenommen. Nee, okay. Gleich wird alles zugemüllt, der Beutel. Ja. Okay, dann habe ich hier natürlich noch ein kleines Treppchen hoch wieder.
Jo. Und hier kommen wir dann wieder raus in den Garten, wo stimmt, wir eben draußen schon mal waren. Was wir vorhin gesehen hatten, ne? Das ist super. Ist genau. Da baue ich dann einfach so mein Zeug an, was ich zwischendurch brauche, damit ich was zu essen habe, während ich am Bauen bin. Knock ihn weg, ja. Geil. Gut. Also wie gesagt, das ist so ein bisschen, ja, meine kleine Burgbaustelle gewesen jetzt. Ja, cool. Nice. Das war natürlich noch nicht alles für heute. Weiß gar nicht. Ist der Glocki mittlerweile irgendwie aufgetaucht? Nee, ne? Im Chat ist er nicht, ne? Hasko, hab ich dich begrüßt? Grüß dich, Hasko. Und alle, nee, die ich sonst überlesen habe. Ja. Jetzt müssen wir ein Schiff fahren, oder was? Kave? Ja, jetzt geht's weiter. Wir fahren Schiff. Wir fahren Langschiff. Irgendwann demnächst mal noch. Noch nicht direkt. Okay. Jetzt kommt noch jetzt geht's langsam zu einem anderen Event. Na, da bin ich gespannt. Was hast du für Klamotten an? Bist du frostfest? Nein. Ich habe diesen Wolfsbrustschutz an. Ja, das reicht. Dann würde ich sagen, kommt mal mit. In den Brunnen. Was? Warum in den Brunnen? Weil es hier weitergeht. Ach Quatsch. What the fuck? Untersucht euch einfach einen Sitzplatz hier aus. Oh je. Sind drei Plätze einfach. Ja, okay. Ja, siehst du, geht doch. Also wir sind jetzt eigentlich hier. Es gibt so in Valheim so ein paar Fragen, wie soll ich sagen, die sind einfach existenziell. Also. Was kommt jetzt? In Valheim gibt es so Fragen, die sind wirklich weltbedeutend. Und ich möchte jetzt die wichtigste Frage von allen hier ein für alle Mal klären, die es in Valheim gibt. Das habe ich natürlich mal schriftlich festgelegt. Kann man mit einem Boot über einen Troll springen? Ach du Scheiße. Hat er noch einen Spann gebaut? Das wollte ich heute mal mit euch machen. Oh je, oh je, oh je, oh je. Was passiert also jetzt? Also die Überlebenschancen stehen bei ca. 20%, wenn ich so meine Versuche auswerte. Also ich wusste, es geht mir wieder an den Kragen. Okay, die Überlebenschancen stehen bei 80%. 20% für dich, ja, und für Shallowen sind 20% nur 2%. Ja, ja, okay, Shallowen hat einen Sonderkurs, ja, ja. Also wenn wir sterben sollten, gibt es auf halber Strecke ein Tor, wo durch das man dann wieder im Brockhaus landet und dann wieder hier hinkommen kann. Warte, bevor du irgendwas tust, ich muss erst mal gucken. Ich muss erst mal was essen. Ja, nee, gegessen habe ich. Ich muss die Gesundheit hochpumpen. Gegessen habe ich. Ich mach mal lieber noch Eiktier für euch. Warum auch immer. Ja, ich muss auch meine Gesundheit erstmal hochticken lassen für alle Fälle. So. Komm, dann machen wir noch einen Knochenwanz dabei. Alter, oder was? Oh Mann, ey. Ja, also, dann gehen wir mal durch die schöne kleine Tür. Ach so, ich dachte, wir können hier sitzen bleiben und es geht los. Also. Oh nee, Alter. Sieht folgendermaßen aus. Ich würde vorschlagen, der Shallowman nimmt das Steuer. Oh nee, Alter. Der Beutel hält sich vorne am Drachenkopf fest. Oh nee, Alter. Kippt das? Ups, Moment. Ja, aber warte, hoch. Wenn ich hier vorgehe, kippt das? Ich kümmere mich da schon drum. Oh je, warte mal. Da passiert nichts. Solange ich das nicht will, passiert da nichts. Wo ist denn hier der Snap-Point? Ah, jetzt, ich hab'n. Du hast'n. Weil der Haken dabei ist, wenn du dich nicht festhältst, bleibst du auch nicht oben drauf. Und ich muss zwischendurch, während der Fahrt, loslassen. Zwischendurch mal. Warte, ich muss mal auf die Schnaps eingießen. Ja, ich warte. Es ist überhaupt kein Problem. Das ist ja zu geil. Es hat wirklich endlich mal jemand gemacht. Ich kenn's ja nur aus YouTube-Videos, ne? Ich kenn's auch nur aus YouTube. Und sogar von ganz am Anfang, als Valheim, glaube ich, erst 3 Monate raus war, haben da schon Leute so einen Shit gebaut und es war göttlich. Ich habe natürlich jetzt gerade einen Fehler gemacht beim Bauen, stelle ich gerade fest. Ich komme gerade nicht an meinen Auslöser dran. Oh je, jetzt geht's. Das gibt wahrscheinlich wieder gleich totales Chaos. Warte jetzt mal, geht alles schief. Dann lass mich raus an den Auslöser. Shallowman will nein, nicht sterben. Nein, das kriege ich hin. Ich muss nur gerade einen Probelauf machen. So, und dann schnell hier hinlaufen und festhalten.
Ich hoffe, dass ich euch nicht allein darunter schicke. Dann wird's echt. Nee, ich komme so auch nicht an den Auslöser. Ach, weißt du, wieso ich nicht an den Auslöser gekommen bin? Nee. Ich habe keinen Hammer in der Hand gehabt. Das ist ja der Hammer. Ich war dumm. Okay, also, ihr seid bereit? Ja. Der Chat ist auch bereit, denke ich, ne? Ich denke auch. Ich versuch's mal, ob's funktioniert, ja? Oh je, yeah, es geht los. Es geht los, Leute. Oh scheiße, wir driften nach links. Oh scheiße, wir driften nach links. Ja, wir sind in der Bahn. Wir sind in der Bahn. Aber wo ist der? Wo ist der? Wir sind schon drüber über den Troll. Er schlägt wieder auf dich. Nein. Wenn du dich umdrehst. Shallowayne, halt dich bitte. Wartet. Ja, ich drehe ja schon. Mehr als drehen kann ich nicht. Ja, ich meine die Gegenrichtung. Steuerbord. Also, ich meine Backbord. Entschuldigung, mein Fehler. Schlechter Seemann, siehst du? Bleibt einfach noch stehen. Ja. Oh, ich bin drin. Ey, super! Ja. Aber irgendwie den Troll haben wir nicht erwischt, ne? Nee, wir sind über den Troll gesprungen. Ja, der ist bei mir zu spät überhaupt gespawnt. Der war überhaupt nicht da. Ach so, ich hab ihn gesehen. Ja, der kam bei mir erst, da waren wir schon im Wasser. Da ist der erst aufgetaucht. Ah, ärgerlich, aber schönes Ding, cool gemacht. Ja, dann wie gesagt, einfach rechts rum an der Küste lang kommen wir jetzt wieder in den Ort zurück. Also zur Burg. Ach, herrlich. Ja, und das Problem war wirklich, ich musste während der Fahrt meinen Mast loslassen und dann also praktisch nach diesen ganzen wilden Sprüngen musste ich dann reparieren das Schiff während der Fahrt und dann wieder den Masten festhalten, da ich nicht runtergeschmissen werde. Ach, krass. Da ist er, der steckt echt fest, der Typ. Den habe ich da eingebaut. Geil. Offensichtlich konnten wir ihn nicht töten. Nein, aber wir sind über ihn drüber gesprungen. Weißt du, was lustig wäre, wenn der uns jetzt einen Mittelfinger zeigen würde? Ja. Also theoretisch könnten wir jetzt auch an Land gehen, das Schiff kaputt hauen, hochtragen, neu aufbauen, du wartest unten und filmst uns, während wir über den Troll rüber springen. Ja, das ist eine gute Idee. Das machen wir, Leute. Pass auf, dann müssen wir nur gucken, dass wir die Nägel, die Eisennägel behalten. Das ist immer das Gefährliche. Dann suchen wir aber eine flache Stelle. Nee. Ich wollte sagen, wir brauchen eine flache Stelle näher am Troll, glaube ich. Genau, kann ja der Troll einfach kaputt hauen. Warte mal, hier vorne sind doch. Hier ist doch relativ flach, hier oder? Müsste das reichen. Ja, ich kill das Schiff von hier aus. Warte mal, ich komm mal mit. Obwohl. Na, jetzt ist zu spät. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir alles gekriegt haben. Die Nägel fehlen noch im Moment. Hast du die Nägel? Nee, Ja. Die sind unter dir. Ich bin nicht tief genug gekommen. Ich sehe aber auch nichts. Ja, wir müssen warten, bis das Schiff weg ist. Scheiße. Nägel. Ich muss erstmal anladen, sonst verrecke ich. Ich muss erstmal Ausdauer wieder hochfahren. So, die Säge. Bau mal eine Werkbank da, dann hebe ich den Boden da an. Sind genau dort, warte. Bist du dran, Shallowayne? Nee, ich bin nicht weit genug gesprungen. Die sind genau unter mir. Herstellung. Ich muss gerade mal irgendwo eine Werkbank aufstellen, dann hebe ich den Boden an. Nee, ich komme nicht tief genug beim Springen. Warte mal, da war doch gerade ein Snapper. Ich versuche gerade diese scheiß Werkbank aufzustellen. Jetzt habe ich wieder keinen. Okay, warte mal. Was brauchst du? Einebenen. So. Was machen wir jetzt? Werkbank. Ein paar Steine. Und der Troll ist sauer. Ja, red mit dem Troll in der Zwischenzeit, beruhig ihn ein bisschen. Kann dir nicht mal helfen, ich habe keine Spitzhacke einstecken. Obwohl, ich kann. Braucht man dafür nicht. Steine sammeln. Ach so. Aber jetzt brauche ich wieder mehr Steine. Warte. Hier. Vier Steine. Aber die Nägel sind gar nicht mehr zu sehen. Doch, die kriegen wir. Also ich sehe sie nicht mehr. Hast du die schon? Normalerweise kommen die hoch. Oder sie sind gerade fast endgültig vor. Ne, da kommen sie hoch. Ich meine, da kämen sie hoch. Die wandern nämlich meistens dann irgendwie durch die Steine nach oben. Aber jetzt sehe ich sie auch nicht mehr. Scheiße.
Nee, ich habe den Eisenschirm, ein paar Nägel wirst du ja wohl noch haben, oder? Ja, ja, das mache ich neue. Ich kümmere mich gerade drum. Ist okay, was soll's. Also, wir laufen den Berg einfach hoch. Na, pass auf, da gehe ich eine schnell rauchen. Du wartest hier unten, genau, such dir einen schönen Platz. Oh, und der Shadowin und ich, wir rennen gerade hoch, bauen ein neues Boot. Und dann kannst du uns aber filmen, während wir über den Troll drüber springen. Irgendwie hat die keine Ausdauer, woran liegt's denn? Ah, nicht gegessen. Ja. Hier vor, also bist auch, Shadowin ist auch gerade in der Ausdauerphase. Hier ist ein Tor. So, Freunde. Dann gehe ich schnell eine rauchen. Ja, Frankie, das ist immer so eine Sache mit Conan Farming und Hilfe so, und so. Jetzt müssen wir, lass mich kurz gucken, wo sind wir hier? Das wird nichts so, weil ich halt nie Zeit habe. Was ist denn hier los? Ich bin umzingelt. Kommen die hier an mich ran? Nee, hä? Von wem bist du umzingelt? Ach, nur so ein paar Grauzwerge. Praktikanten, so. Aber ich glaube, die kommen hier nicht hoch, da wo ich bin. Alles cool. Mhm. Hoffe ich. So, hier hatte ich, glaube ich, noch Eisen in der Truhe. Bin gleich wieder da, Leute. Ja. Oh, ich muss mit der YouTube-Aufnahme drücken. So. Ja, es ist so spannend Eis alles. Ausdauer. Na, da muss jetzt aber reichen. So, legt los, der Mond ist gleich wieder hinterm Baum verschwunden. Ja, er ist fast im Schiff. Oder macht irgendein Typ dein Ding kaputt. Okay, Shadowin ist am Steuer. Oh je. Wir kommen. Nicht Sturm. Kommen. Ja, festhalten. Festhalten. So, jetzt. Ja, oh. Sie kommen. Leck mich fett. Sie kommen. Nein! Ah! Da hat sich das Schiff aufgelöst. Ich hab's nicht rechtzeitig repariert bekommen. Scheiße. Das müssen wir nochmal machen. Machen wir. Wir müssen nur gerade Zeugs töten. Der eine Typ mit den roten Augen, der hat sich übrigens alles kaputt gemacht. Wieso habe ich schon wieder keine Ausdauer? Uralte ja, Rinde. Ich muss mal gucken, wo das Boot jetzt ist, die Einzelteile vom Boot sind. Also uralte Rinde habe ich und Hirschfell habe ich. Ich muss mal gucken, manchmal. Ach, die Nägel sind oben. Die habe ich. Oh, warte, hier ist ein Typi. Also, ich habe jetzt die Nägel habe ich jetzt auf jeden Fall. Also, ich habe Rinde, ich habe Edelholz und ich habe Hirschfell. Ja, dann heißt, hast du den Rest. Ja, ja, okay, alles klar. Warte mal, bleib mal stehen, ich bin eh fast überladen. Ja. So, jetzt kriegst du erstmal das Edelholz. Ja. Dann kriegst du die Rinde. Ja, ich geh mal. Ja, jetzt habe ich sie, ja. Rinde für Gerlinde. Jetzt müsstest du ein Schiff bauen können. Ja, ich bin gerade selber überladen. So, jetzt habe ich eins, zwei. Warte mal, wo ist das Edelholz? Ah, da oben, alles klar, ich hab's. Also, wieder nach oben, nächster Versuch. Aber nimmt das da echt so viel Schaden? Das ist ja krass. Ja, ja. Ja. Ich wusste das nach den letzten. Ich hab ja auch Sprünge noch da drin. Und im Prinzip muss ich das Schiff nach dem letzten Sprung reparieren. Aber dieses Mal war die Landung so, sagen wir mal, unschön, dass ich es nicht geschafft habe, rechtzeitig. Also, ich habe einen kleinen Hauch zu spät auf die Repariertaste gedrückt und dann hat es halt zerlegt. Ah, ja. Okay. Kann ich nicht, wenn ich am Steuerruder sitze, den Hammer in der Hand haben? Nee, sobald du dich festhältst, kannst du keinen Hammer in der Hand haben. Nein, ich sitze doch da. Ja, ist egal. Sitzen zählt als Festhalten. Frank, mach mal nach dem Stream. Da im Discord ist jemand, der hat einen Conan-Server. Und der würde sich freuen, wenn da ein paar Leute mitmachen. Klären wir aber dann nachher mal. Im Discord am besten. So. Ich bin ein kleiner Augenblick noch. Ich muss jetzt doch gerade die Abschussvorrichtung noch neu installieren. Soll ich vielleicht mit? Ach nee, ihr müsst ja mich versuchen. Vielleicht. Nee, es geht schnell. Wenn ich nicht immer hier runterfalle beim hier hochlaufen, weil ich mich so dumm anstelle, dann würde das noch viel schneller gehen. Aber ist da eine Werkbank in der Kave oder wie ist das?
Ich habe überall auf überall unter der Strecke habe ich überall Werkbänke stehen. Ah, nee, das ist nämlich das Problem. Der eine Typ hat die nämlich gerade kaputt gemacht, deswegen konntest du nicht reparieren. Das war genau an der Stelle, wo das Ding kaputt gegangen ist. Warte. Guck einfach mal, ob du deine Werkbank sonst aufbauen kannst. Ich habe keinen Hammer. Ich habe zwar Holz, so. Aber warte mal. Hammer kann ich vielleicht herstellen? Ja, kannst doch. Du herstellen. Brauchst ja. Nur ein bisschen Hab ich. Holz und Stein. Hab ich. Ja. So, aber der hat die nämlich kaputt gemacht, dieses Schwein. Hier ist die eine und die andere, die war hier oben. Lass mich mal in die Ecke da, Shallow Wayne, wo du jetzt bist. Nee, aber hier ist noch eine. Okay, ich hab viele aufgestellt. Hm. Ja, nee, ich habe auch zu spät gedrückt, denke ich. Jetzt müsste du ungefähr hier sein. Ups. Sieht doch ganz gut aus, ne? Das Ruder steht ein bisschen blöd. Uff. Aber jetzt ist es runtergerutscht. So. Ja, Gundon, Server ist vorhanden, wie gesagt, aber ich werde keine Zeit haben oder ganz, ganz selten einmal vorbeizuschauen. Das macht halt alles Onkel Huffy. Okay, Shallow Bane. Ich komme da nicht hoch. Ich bin zu doof. Asmodan, schön, dass du da warst. Willst du nicht noch das Finale abwarten? Komm, mir ruppt's gleich den Kopf weg. Asmodan, komm, die 2 Minuten hast du noch. So. Im Nebel wird es mir gleich meinen Kopf zerreißen und den des Trolls. Also die 2 Minuten bin ich da. Komm. Ja, die 2 Minuten bleibt da, okay. Ja, okay. Also ich habe den Hammer in der Hand. Und ich kann auch. Aber dann fliege ich raus. Eben, deshalb sage ich ja, bleib du am Steuer. Ich habe da. Ich krieg das hin. Gut. Du hältst dich fest. Ich kann mich nicht festhalten. Ja. Oh, jetzt ist richtig geil im Nebel. Der Nebel des Grauens. Lass mir den Shallow am Leben, bitte. Und sie kommen. Ja, ja, ja. Ja, ich lebe noch. Oh, wie geil. Jo, sehr schön. Das war zumindest ein sehr würdiger Abschluss, auch wenn wir zu Fuß nach Hause müssen. Okay, ja. Die Rampe ist zu hoch. Was habe ich denn an Schaden genommen? Gar nicht mal so viel. Eigentlich gar nichts. Die Rampe ist zu hoch. Ihr hüpft quasi immer über den Troll drüber. Wir wollen ja über einen Troll springen. Ach so, heißt das Event doch. Ach so, ich dachte, ihr wollt den Troll den Kopf wegsprengen. Das wäre das nächste Event. Das können wir mal bei Gelegenheit probieren. Ja, gut. Ich würde sagen, danke. Es war schon ziemlich krank, ne? Ich bin mal gespannt, wenn ich das bei dir auf Twitch sehe nachher. Guck mal, der hat dich lieb, der Troll. Ist das so? Mhm. Ja. Guck mal, wie er dich anguckt. Das ist doch ein richtiges Lächeln. Oh, scheiße. Das ist tiefer, als ich dachte. Oh Gott. Okay. Ja, okay. Würde ich sagen, laufen wir hoch zum Tor. Okay. Oder hauen oben von mir aus. Ja, es gibt genug Trolle. Oh, nee, schau auf jetzt. Ich habe mir auch noch mit den Fäusten geschlagen. Der Troll hat aber volles Leben. Okay, dann einmal den Berg ein bisschen hoch, dass du nicht hier am Ende der Welt auslocken musst. Ach, Ibanez, vielen Dank. Wir hätten PvP anmachen sollen, sonst bekomme ich ja gar keinen Damage. Willst du noch mal runter, oder was? Nee. Der wollte noch mal mitspielen. Alles cool. Der wollte boxen. Ja. Ach so. So. Hier ist noch ein Zwischendurchtor, da müssen wir nicht so weit. Zwischendurch geht es durch. So, aber ich klemme mich jetzt trotzdem raus. Ja, wir sind eh durch, aber danke, dass du da warst. Ja, jo. Gerne, Frau. Pass mal da an. Mach's gut. Hau rein. Macht Spaß, bis dahin. Schönen Abend. Ciao. Tschüss. Ja. Ja, jetzt sind wir wieder am Brockhaus. Nach getaner Arbeit. Ja. Ich würde sagen, das war's. Das war unsere kleine Tour. Ja, cool. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Hallo. Oh, hallo. Ah. Hallo. Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ach, Baldrun ist es. Hast du es gesehen? Wir haben auf dich angestoßen. Ich mir nicht. Nein, da war ich noch nicht da. Happy Birthday, Baldrun. Und du hast also offiziell ein Haus bei mir. Ich habe dir ein Haus geschenkt. Oh, meine Güte, echt? Ja. Du hast jetzt unterhalb der Burg ein Haus, ein eigenes. Queen, Mann. Ich hätte noch eher klicken können, Baldrun.
von mir als Geburtstagskind auch für dich. Schöne Grüße. Lass Vielen Dank. Gehen. Von mir aus an dich, liebes Geburtstagskind, auch schöne Grüße. Danke dir. Wieso? Hat jetzt hier noch jemand Geburtstag? Ja, der Asmo. Ach, Asmo hat auch Geburtstag. Na, Happy Birthday. Ja. Was ist denn hier los? Eine Geburtstagsfeier. Ey. Wahnsinn. Und das im Stream. Geil. Ja. Aber hättest du mal auf den Discord geguckt? Hättest du es schon gelesen. Ach, naja, ich habe immer so viel zu tun am Tag. Das ist Wahnsinn. Ja, du bist halt nicht multitaskingfähig. Naja, nee. Ah, die Wolken kommt gleich vorbei. Da ist sie. Da so, ist sie. Jetzt verabscheue ich mich. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Alles klar. Ja, schön, dass du da warst. Wir hören uns, ne? Bis dahin. Bis dann. Ciao. 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 So, na dann gehen wir noch mal schnell mit Baldrun anstoßen, oder? Ja, wir hüpfen uns an. Ne, wir gehen noch mal Met saufen. Ja, okay, kein Problem. Der kürzeste Weg zum Met ist hier oben her. Stoßen wir gerade noch mal in der Kneipe an. In die Kneipe. War's hier rein? Nee. Nee, weiter hoch. Ich warte vorm Tor auf euch. Erste Tor rechts. Ja, also erste Portal rechts. Komm, na, hui. Baldrun, heute war das schon dein Umzug? Nein, heute habe ich die Schlüssel für dich. Ach, sowas. Glückwunsch. Dann geht's ja richtig weiter. Endlich. Ja, cool. Die ersten Kisten rein und jetzt kommt so nach und nach der Rest. Ja, dann gehen wir mal zu deinem Haus. Hast du einen Ofen in drin? Haus haben wir auf dich zu angestoßen. Meinem Haus. Wo ist mein Haus? Oh Gott, boah, hat sich hier viel getan. Ist das riesig geworden? Ich habe ein bisschen gespielt hier. Baldrun? Ich gehe kaum. Ja. Hast du einen Ofen in deiner neuen Wohnung? Was für ein Ofen? Nein, einen Ofen. So war das. Holz. Ein Holzofen, Kohleofen. Hey. Nee, leider nicht. Ach, schade. Das hätte mich auch noch gefreut. Das genau, schön gewesen. So ein Kachelofen hätte mich gefreut. Warte, wir müssen mal ganz kurz jetzt auch ranhalten hier. Baldrun. Ja. Das hier. Ja. Der Brock übernimmt das Wort, denn das ist ja sein Geschenk an dich. Ja, also hier habe ich dir ein schönes kleines Häuschen gebaut. Oh. Es ist noch nicht ganz eingerichtet, weil ich mir dachte, das kannst du viel besser als ich. Oh, das übernehme ich habe nur so gerne. Viel reingetan, dass man während dem Umzug ein bisschen sitzen kann. Ich hoffe, habt ihr noch Met da oder soll ich gerade Met holen gehen noch? Da musst du noch Met holen gehen, ja. Na, was braucht man für Met? Ich habe hier Met des Frostwiderstands. Ja, ich muss mir nur gerade Platz machen. Ich habe so viel Zeug in den Taschen, ich kann gerade gar keinen Krug in die Hand nehmen mehr. So, jetzt. Muss ich mal schnell in die Kneipe laufen. Hä, warum? Weil ich nichts zu trinken habe. Ja, hättest du mir haben können. Ah. Achso, hast du noch zu trinken? Ja, hier auf dem Boden jetzt. Da ist nichts. Oh. Wie soll ich das alles einsammeln hier? Also ich habe jetzt schon drei Frostmet eingesammelt. Ich gehe jetzt ganz in die Ecke rein. So, wer will Frostmet haben? Also ich hab jetzt auch ein Frostmet. Moment. Ich brauch erstmal. So, ich habe aber auch jetzt. Ich sammle meinen eigenen Met ein. Ich habe auch irgendwie noch keinen Krug in der Hand. Moment. Ich auch. Knochen auf dem Tisch. Eben hatte ich drei Krüge, jetzt habe ich gar keinen gehabt. Erst so, jetzt müssen wir irgendwie aus meinem Kreis postieren. Also am besten erstmal alle voneinander weglaufen und dann in der Mitte wieder treffen irgendwie. Ist das geil? Siehst du? Ja, super. Gut, dann, ihr habt alle die linke Maustaste parat, nehme ich an. Ja. Habt ihr auch alle was drin? Ja. Ja. Dann alle, dann hiermit nochmal auf die Baldrun. Genau, alles Gute, Baldrun. Die Jugendliche, die Junge und die am höchsten Springende. Genau. Ja, dann würde ich sagen, Prost, Slanje oder alles, was ihr gerne an Sprüchen haben wollt. Okay, ja. Hoch die Tassen. Hoch die Tassen, hoi und nei. Ach, geil. Boah, sehr schön. Leuchtet. Ja, wir leuchten alle. Ja, sehr schön. Ja, wieder nix. Natürlich. Ja, ich vertrage nichts. Auf einen guten Teppich. Ja. Der Baldrun erstmal in die Hütte gekotzt. Oh, das habe ich schon wieder einen Krug. Aber das ist so, bei Einzugsfeiern passieren immer solche Sachen. Ist doch lustig.
Ja, ich muss also meinen Krug loswerden. Dann muss ich die Adresse von dem Haus mal zeigen, nochmal kurz. So, also, geht schnell. Hier geht's raus. Hier hast du eine schöne Terrasse, wo du dich auch mal hinsetzen kannst und bis aufs Meer gucken kannst. Ah, oh, schön. Und geht die Treppe hoch, geht's ins Obergeschoss. Das ist noch nicht ist ausgebaut, aber noch nicht eingerichtet. Da kannst du ja ein Bett oder was hinstellen oder was du möchtest. Das Haus ist eingeweiht. Ich mag das ja hier, so Dachluken, weißt du doch. Und davor liegen die Bierbecher rum. Chilowen, was hast du da getan? Und dann habe ich hier noch lichten Humpen. Hier geht's noch mal raus, in einen kleinen Hintergarten. Ja, oh, da sind sogar schon Blümchen. Ja, natürlich. Ich weiß doch, dass du sowas magst. Ja, und das ist dein kleines Häuschen jetzt, was du hier gekriegt hast. Schön. Ist es nicht schön, liebe Zuschauer? Schön. Ja. Ne? So schön. Ja, und dann habe ich natürlich hier auch klar deine Schmiede nachgebaut. Also die Schmiede, das muss man auch ganz klar sagen, ist vom Design her zu 95% Baldrun. Die ist tatsächlich sehr nah an meinem. Ja, auf jeden Fall. Die ist zu 95% Baldrun, diese Schmiede. Machen wir noch mal eine Runde. Das ist aber schön gemacht. Das Feuer ist halt innen und außen gleichzeitig. Oh, ich hänge am Türrahmen mit der linken Wange. Das ist eine gute Idee. Ich habe nämlich das Feuer nur außen. Ja, wie gesagt, ja, 95%, nicht 100% Baldrun. Ich glaube ja nicht komplett. Und ich habe vorher gefragt. Ah, schön. Das ist richtig. Ja, soll ich dir gerade den Rest noch zeigen, wie es hier aussieht im Ort? Einen Moment kurz. Cool, da machst du aber mal eine Abmoderation für YouTube. Ja, sonst wird die YouTube-Folge so lang. Ja, Brock, vielen aber Dank. Vielen Dank für diesen neuen Eindruck deiner, wie nennt man das eigentlich? Vorhof der Ritterburg oder so, ne? Wie heißt das? Weiß nicht, ob es dafür einen Fachbegriff gibt. Wieder da. Baldrun, ich mache gerade die Abmoderation für YouTube. Auch dir nochmal alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Zuhause hier im vor der Burg. Wie heißt die? Die heißt nicht Nabelbruch. Die Burg heißt wie? Broxburg. Broxburg, genau. Ja. YouTube, wir sehen uns dann beim nächsten Mal auf einen richtig krassen Server, denke ich mal, wo ich bisher noch nie war. Auch völlig neue Leute kennenlernen werde. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich weiß gar nicht, wann die Folge kommt, Samstag oder Sonntag. Habt einen schönen Abend. Tschüssikowski und vielen Dank an Chilowen, Brock und Baldrun. Ja, danke. Ciao. Und Asmo natürlich auch. Tschüss. Ciao.